Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Wolfgang Klein, ein Nordrhein-Westfale, den es aus beruflichen Gründen ins finstere Preußen verschlagen hat, in die neue Hauptstadt Berlin. Und dieses schwere Schicksal teilen meine Gäste mit mir. Ich darf Ihnen vorstellen, Franz Müntefering, den Generalsekretär der SPD und bekennender Sauerländer. Ne? Ja, klar. Ja. Und Guido Westerwelle, wie sagt man, eine richtige Bönsche? Also Bönsch. Aus Bonn, ne? Aus Bönsch, ja. Beide Generalsekretäre, beide haben also dieselbe Aufgabe. Verdienen sie auch dasselbe? Ich weiß nicht, ob wir dasselbe bekommen. Verdienen weiß ich nicht. Aber die haben das noch nie ausgetauscht. Nein, nein. Wollen sie auch jetzt nicht tun, nehme ich an. Ne? Nein. Also normalerweise, ich bin ziemlich sicher, er bekommt mehr. Mehr verdient hat er nicht. Normalerweise stellt ein Moderator seine Gäste ja vor. Ich habe mir überlegt, wir machen das mal anders. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einem ausländischen Gast erklären müssten, welche Bedeutung Franz Müntefering für die deutsche Politik hat, was der da macht, was ihn auszeichnet, wie würden Sie ihn charakterisieren? Franz Müntefering ist ein bodenständiger Sozialdemokrat alter Schule, im guten und im schlechten Sinne. Und er ist nach Bundeskanzler Gerhard Schröder mit Sicherheit einer der zwei, drei mächtigsten Politiker in Deutschland. Wie würden Sie ihn umgekehrt beschreiben? Junge FDP, eloquent, intelligent, manchmal ein bisschen zu schnell und leichtfertig, wie das in der Jugend so ist. Er ist ja noch jung. Aber ein ganz wichtiger Mann in der FDP und der hat dann noch eine lange Zeit. Wie erklären Sie sich, dass dieser Mann so viel Erfolg gehabt hat bei der Reformierung der SPD, die wieder auf den Weg zu bringen, denn es sah ja schlimm aus? Da kommt vieles zusammen. Erstmal, ich glaube, dass Herr Müntefering einfach gut gewirkt hat. Das habe ich übrigens immer anerkannt, auch noch als wir vor dem Bundestagswahlkampf hier auf anderen Seiten auch gegeneinander gekämpft haben und ja nicht ausgemacht war, wie es ausgeht bei der Bundestagswahl. Und natürlich sind auch die Rahmenumstände zu berücksichtigen gewesen. Ich glaube, dass seinerzeit die Entscheidung von Herrn Kohl, also vor der letzten Bundestagswahl, nochmal in die Wahl zu ziehen, auch der Erneuerungsstimmung in Deutschland Vorschub geleistet hat. Und ein guter Teil dieser Erneuerungsstimmung ist damals bei der SPD und dank der Organisation von Herrn Müntefering gelandet. Ja, und jetzt hat er die Partei noch mal so aus dem Tief geholt. Naja, das macht keiner allein, aber ich bin gerne wieder zurückgegangen. Ich habe gesagt, ich bin interessiert und bin bereit, das zu machen, weil ich glaube, dass es nicht nur um Inhalte geht in der Politik, sondern auch um die Form. In der Politik glauben zu viele, es geht darauf an, man hat Recht, aber man muss auch Recht bekommen. Und dazu muss man was tun. Das heißt, man kann mit dem, was man an Guten will, an dem, was man an Guten tut, auch scheitern. Es kommt auch darauf an, dass man es vermittelt. Und manche schätzen diese Aufgabe gering, ich nicht. Ich glaube, dass das die Voraussetzung dafür ist, dass man wirklich auch gestalten kann. Das, wo Sie wie Herbert Wehner sagen, Politik ist nicht zuletzt organisieren. Ja, ich bekenne mich dazu, ja. Sie haben als Vorsitzender der nordrhein-westfälischen SPD ein Ergebnis erzielt vor zwei Wochen oder drei. Da muss man sich ja fast genieren, ja? Also eine Enthaltung, war das Ihre eigene? Waren Nein, Sie ich habe das ausdrücklich hab sofort erklärt. Also diese Enthaltung, die eine, die es gab, die ist nicht von mir. Ich habe mich selbst gewählt, sodass das wenigstens im Saal nicht einstimmig war. Das war damit gleichgestellt von wie mir. Wie kommt sowas? Ich meine, das sind ja wirklich sozialistische Verhältnisse. Naja, wie kommt es? Es ist das Bemühen der Partei, der Wille der Partei, auch der gute Eindruck der Partei. Das ist hilfreich. Wir wollen den unterstützen, wir wollen dem helfen dabei. Und so kommt das zustande. Das sind keine Ecken gewesen vorher, die es abzurunden gab. Ich bin auch aus einer guten Position heraus zu dem Parteitag gegangen, das ist klar. Wir wollen die Wahl gewinnen. Nach dem Desaster vom letzten Herbst bei der Kommunalwahl ging es uns schlecht. Und wir haben alles dafür getan, Wolfgang Clement ganz vorne an, dass das wieder besser geht. Und er hat ja auch ein ganz tolles Ergebnis gehabt. Was macht einen richtig guten Generalsekretär aus? Ist es das Organisieren oder ist es, sag mal, wie Geißler das angelegt hat, das Vordenken? Ich glaube, es ist beides und es ist jeweils zu einer bestimmten Zeit jeweils auch eine Eigenschaft gefragt. Es gibt Zeiten, da muss man organisieren, da muss man dafür sorgen, dass eine Partei kampagnefähig ist. Das fällt natürlich einer großen, auch finanzstarken, mitgliederstarken Partei leichter als jetzt einer Partei wie der FDP, die ja jetzt nicht Hunderttausende von Mitgliedern aufbieten kann, um Kampagnen durchzuführen. Und es gibt Zeiten, da muss man Ideen angeben und Ideen anstoßen. Und das ist, glaube ich, auch die Stärke der kleineren Parteien. Das ist auch die Stärke der FDP, dass sie
zu bestimmten Zeiten schneller als andere erkennen kann, was sich ändern muss. Und dann dieser Änderungsnotwendigkeit auch eine Bahn brechen kann. Das Wichtige ist immer, es ist in der Politik so wie im normalen Leben, es braucht immer einige, die vorausmarschieren, damit auch andere dann folgen, selbst wenn sie am Anfang zögern. Und Vordenker zu sein, Ideen, Diskussionen anzustoßen, Meinungsführer zu sein, das kann eine kleine Partei natürlich auch sehr gut. Und braucht das die Große auch? Naja, er schminkt sich jetzt ein bisschen schön, das ist ganz klar. Aber ich zugegeben, kleine Parteien haben es da leichter. Der Peter Glotz hat mal ein Buch über uns geschrieben, über den schweren Tanker. Das heißt, wenn, wenn Sie an einer großen Organisation sind, ist nicht nur bei Parteien so, dann ist es sehr schwierig, das zu verändern, die Richtung zu verändern. Das braucht seine Zeit, denn Sie sind ja tief in der Bevölkerung drin. Da sind Meinungen vorgeprägt und das dauert seine Zeit. Aber natürlich, auch wir haben die Aufgabe vorzudenken, uns vorzubereiten auf morgen und übermorgen. Das tun wir auch. Das ist vielleicht nicht so spektakulär vordergründig, aber daran wird gearbeitet und ich denke, wir haben da unsere guten Beiträge auch geleistet. Ein bisschen stimmt das, was Herr Westerwelle sagt, dass die kleinen Parteien da bestimmte Chancen haben. Das hat man auch in der deutschen Geschichte, in der Geschichte der Bundesrepublik gesehen. Das war bei der FDP so, das war auch bei den Grünen so. Aber das Problem, was die Parteien dann haben, wenn die großen Parteien das Thema aufgenommen haben, zum Beispiel Umwelt, ist heute in allen Parteien drin, es ist keine Partei mehr, die das für sich alleine hat, dann kommt die Frage, ja, was denn jetzt? Was ist so zunächst sozusagen das nächste Profil? Braucht man eigentlich ein neues? Oder haben die anderen auch schon alles das, was an neuen Dingen zu denken ist, auf ihrer Fahne drauf und dann wird es schwierig. Ne? Bei Geißler, den ich eben erwähnte, war das Vordenken und Absetzen ja so ausgeprägt, dass er zum großen Teil fast schon in Rivalität zum Bundeskanzler stand. Frau Merkel, die andere Generalsekretärin, wird Parteichefin. Ist man als Generalsekretär der Diener oder ist man immer auch auf dem Sprung eigentlich nach ganz oben? Beides ist möglich. Beides bei mir nicht. Ich bin Generalsekretär und das ist sicher Ende meiner Möglichkeiten. Ende meiner Möglichkeit. Nein, das habe ich auch nicht im Kopf dabei. Sondern ich glaube, dass ich an der Stelle da gut verortet bin, dass ich meiner Partei da helfen kann, dass ich der Politik nützlich sein kann. Aber da sind die Menschen sehr unterschiedlich an der Stelle. Und die Konstellationen sind so immer wieder ein Unikat. Alles neu, man kann kein Schema daraus machen. Also Sie mehr Sekretär und er mehr General bei einer kleinen Truppe? Nee, den Generalsekretär nehme ich schon in Anspruch. Das glauben Sie nicht und das glaubt er auch nicht. Und ein Politiker, der sagt, er will nichts mehr werden, da wäre ich wirklich hellhörig. Und jemand, der Generalsekretär einer Partei geworden ist, jetzt unabhängig, ob man das bei der SPD oder bei der CDU oder bei der FDP ist, der hat natürlich auch Möglichkeiten und der hat irgendwo auch mal Blut geleckt. Und wir sind natürlich schon aus Spaß und aus innerem Engagement und innerer Überzeugung tätig. Ja, aber der Unterschied ist, mein Vorsitzender heißt mit Vornamen Gerhard, Ihrer mit Hausnamen. Und insofern gibt es bei mir da keine Ambitionen. Es ist wirklich eine wunderbare Pointe. Wunderbare Pointe. Ich bin hin und weg. Herr Müntefering. Werden Sie Harald Schmidt vorschlagen. Nordrhein-Westfalen ist immerhin das größte Land ohnehin in der Bundesrepublik, aber das Land mit der zweitgrößten Arbeitslosigkeit und den Flächenländern. Wolfgang Clement, wie Sie waren angetreten, wir werden was gegen die Arbeitslosigkeit tun. Das schaffen Sie bis zu den Wahlen wahrscheinlich nicht mehr. Wie weit bedrückt es noch oder hat man sich daran gewöhnt? Na natürlich, Arbeitslosigkeit bedrückt wie insgesamt Not und Elend der Menschen und Krankheit und alles das, was Menschen erleben müssen. Ja, müssen Sie aber, jetzt sagen. Nein, das sage ich nicht. Erlebt man das noch wirklich? Ich bin schon Politiker aus der Intention heraus, zu versuchen zu helfen. Ein bisschen den Stern menschlicher zu machen. Das ist schon der Anspruch, den ich habe. Das Paradies wird es nicht geben, das wissen wir alle. Aber es lohnt sich, die Anstrengung. Und man kann auch Dinge verbessern. Das heißt auch für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, da stehen wir natürlich dafür. Können Sie das konkretisieren, was noch zu tun wäre in diesem Land und was möglich wäre, wie Sie wirklich Hoffnung schöpfen können? Entscheidend bei der Wahl, das will ich vorweg sagen, ist vor allen Dingen, wem trauen die Menschen zu, dass sie mit den Problemen, die da sind, fertig werden. Es ist ein großer Irrtum vieler Politiker zu glauben, Wahlen seien Zensuren für die letzte Klasse, die man hinter sich gebracht hat, sondern sie sind im viel größeren Teil ein Vorschuss auf morgen und übermorgen. Die Frage, wer kann mit den Problemen, die wir haben, nun besser fertig werden? Und eines der großen Probleme in Nordrhein-Westfalen ist, wie kommen wir von den großen Monostrukturen weg? Wie können wir neue Industrien etablieren, Dienstleistungsbereiche etablieren, Bio- und Gentechnologie, erneuerbare Energien, Solarenergie. Die größte Solarfabrik Europas steht inzwischen in Gelsenkirchen.
Also da sind wir auch auf einem guten Weg. In den Jahren 1970 bis 1998, glaube ich, sind 1,4 Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen im produzierenden Bereich, im klassischen. 1,6 Millionen sind dazugekommen in neuen, anderen Bereichen, auch in anderen Unternehmensstrukturen. Und Nordrhein-Westfalen ist gewachsen. 1980 hat man geglaubt, Nordrhein-Westfalen ist um diese Zeit 16 Millionen Menschen groß. Es sind jetzt 18. Das hat natürlich auch seine Erfordernisse für alle Infrastrukturen, für Logistik, aber eben auch für die Arbeitsplätze. Aber Wolfgang Clement hat doch schon als Wirtschaftsminister alles versucht. Wieso sollen die Wähler jetzt glauben, dass er das als Ministerpräsident noch mal besser packt als bisher? Ja, er hat ja auch gute Zustimmung dafür bekommen. Die Menschen sagen, er macht das, was geht. Das ist besonders erkennbar im Bereich der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Und er tut natürlich alles dafür, dass sich auch auf der Bundesebene, sowohl bei der Nachfragepolitik, also mehr Geld in die Portemonnaies, Binnenkaufkraft, als in der Angebotspolitik, also Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, die nötigen Dinge auch für Nordrhein-Westfalen getan werden. Und nur wenn Bund und Land zusammenwirken, kann man auch wirklich gute Ergebnisse erzielen. Was würde in Nordrhein-Westfalen besser, wenn Sie mit an der Regierung wären? Die Bildungspolitik zuallererst. Ich glaube, dass die Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen in keinem guten Zustand ist. Ich merke, dass wir ein immenses Maß an Unterrichtsausfall haben. Wenn man es auch vergleicht mit anderen Ländern, dann hat die jetzige Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen ihre Aufgabe nicht so gemacht, wie sie es machen sollte. Wir haben ja gerade zu Recht, wie ich finde, von Bundeskanzler Gerhard Schröder gehört, dass wir mehr Computerintelligenz nach Deutschland holen müssen, unter anderem auch deshalb, weil die Bildungspolitik in den Ländern in den letzten Jahren nicht gestimmt hat. Und ich glaube, dass das für Nordrhein-Westfalen insbesondere gilt. Ich bin nicht einverstanden mit der Infrastrukturpolitik. Das liegt aber jetzt in dem Falle weniger an den Sozialdemokraten, sondern das liegt mehr an den Grünen. Also eine Verkehrspolitik, die im Zweifel auf ruhenden Verkehr, sprich auf Staus setzt, das ist eine Sache, die mich nicht überzeugt. Wir merken, dass in Nordrhein-Westfalen der WDR hat mittlerweile ja Verkehrsstau-Nachrichten, die sind länger als die Nachrichten selbst. Und da merken wir, nicht nur an Knotenpunkten wird zu viel blockiert. Und da merkt man auch, dass die Grünen, glaube ich, ein echter Bremsklops sind in dieser Regierung. Dem werden Sie nicht ganz zustimmen, Herr Müntefering, ne? Nein, in doppeltem Sinne nicht. Was die Verkehrspolitik angeht, da hat Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren auch darunter gelitten, in der Zeit der alten Koalition, dass Nordrhein-Westfalen weniger, als es nötig und sinnvoll gewesen wäre, partizipiert hat an dem, was der Bund gegeben hat. Ich bin ja nun eine Zeit lang Verkehrsminister gewesen und stellte zu meiner Überraschung fest, dass über Jahre die Mittel, die im Verlauf des Jahres nicht ausgegeben wurden, 700 Millionen, etwa in den Jahren 92 bis 98 in den süddeutschen Ländern angekommen sind. In Baden-Württemberg vor allem. Und das hat was damit zu tun, wie die alte Regierung aufgestellt gewesen ist. Da hat man Nordrhein-Westfalen im Stich gelassen. Man braucht schlichtweg für die Verbesserung der Infrastruktur im Verkehr auch zusätzliches Geld. Bildungspolitik sollte man da nochmal drüber sprechen. Das ist ganz zentral, der Punkt, auch für uns ganz zentral. Darauf kommt es an. Darin entscheidet sich die Wohlstandsfähigkeit des Landes auch für die Zukunft. Ich will nur eins sagen, jetzt zu der Verkehrspolitik. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass es wirklich überzeugend ist, wenn Sie das jetzt alles immer wieder und gebetsmühlenartig zurückführen wollen auf angeblich Bundeskoalitionsentscheidungen der alten Legislaturperiode. Das ist es nicht. Sie können in Nordrhein-Westfalen keine Infrastrukturmaßnahme durchsetzen, sei es die Verlängerung einer kleinen Land- oder Startbahn bei einem regionalen Flughafen, sei es irgendeine Umgehungsstraße, ohne dass die Grünen entsprechend dagegen antreten und auch Widerstand dagegen mobilisieren. Und die Sozialdemokraten es durchsetzen. Das haben wir noch immer gemacht. Wir haben noch alles hinbekommen, was sie wollten. Das sehe ich bisher nicht so. Und wenn es dann letzten Endes so kommt, merken Sie auch, wie lange das gewesen ist, wie lange es gedauert hat und dass die Grünen verzögert haben. Ich will das einfach nur aus meiner Sicht so darstellen, wie es ist, weil ich glaube, dass Verkehrspolitik, also Infrastrukturpolitik in einem Industrieland wie Nordrhein-Westfalen, das ist ja auch mein Heimatland, meiner Einschätzung nach eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, ob investiert wird, ob Arbeitsplätze entstehen können. Wer als mittelständischer Unternehmer etwas anbieten möchte, ein Produkt anbieten möchte, zum Beispiel jetzt zunehmend in neue Bereiche reingeht, also aus den alten Industrie, klassischen Industriebereichen rauskommt, der braucht eben die Möglichkeit, seine Produkte auch liefern zu können, Anfahrten, Abfahrten. Er muss die Möglichkeit haben, auch das Flugzeug benutzen zu können für bestimmte Produkte. Und da sind die Grünen ein Hemmschuh.
Da ist Frau Höhn bekannt für und das muss man auch in aller Ruhe feststellen dürfen. Dass Sie es versuchen, unbestritten. Aber nochmal, wo ist etwas nicht gebaut worden in Nordrhein-Westfalen? Wo sind die Dinge nicht vorangetrieben worden, da wo es nötig gewesen wäre, wo das nötige Geld zur Verfügung ist? Die alte Bundesregierung, nochmal, auch wenn Sie das Gebetmühle nennen, das kann ja was ganz Sinnvolles sein, eine Gebetsmühle. Nach der Methode Wunsch und Wolken. Nicht, wenn sie tibetanisch ist. Nach der, dann deutsch, eben deutsche Gebetsmühle. Wir wollen ja nicht da in dieser Region rein, wie auch jetzt. Also. An dem Punkt sind wir wieder ein. Ja, jedenfalls, wenn das Geld dafür verfügbar ist, dann könnten wir in Nordrhein-Westfalen sehr viel schneller machen. Die großen Autobahnen, das große Dreieck A2, A1, A3 ausbauen in aller Konsequenz und die Zuwägung dazu auch. Das wäre eine große Aufgabe, wo wir mittendrin sind. Dazu braucht man aber Geld und das ist nicht gekommen vorher. Also Kinder statt Inder wollen Sie beide nicht sagen. Wie weit sind Sie denn in der Bildungspolitik mit dem einig, was Herr Westerwelle gesagt hat? Ich bin mal in diese Partei gegangen vor 35 Jahren, weil die SPD die Partei war, die gesagt hat, Bildung für alle. Bildung auch für die, wo das Portemonnaie beim Papa nicht so dick ist. Das war bei mir so. Habe ich mein Leben nicht vergessen, das prägt mich auch immer noch unverändert. Ich bin 8 Jahre in die Schule gegangen, bin mit 14 aus der Schule gekommen. Und das ging nicht anders. Man konnte nicht studieren, weil das damals noch Schulgeld gekostet hat und meine Eltern wollten bauen. Kann man drüber sprechen, wie haben die das entschieden, aber es war so. Und diese Entscheidung der Sozialdemokraten in den 50er, 60er, 70er Jahren, die Dinge in Bewegung zu bringen, die haben mich in die Partei gebracht. Und diese Idee der Bildung für alle, und zwar nicht nur der Schulbildung, sondern auch der Qualifizierung, das ist für mich die tragende Idee, ist auch die größte und wichtigste Herausforderung, die wir in diesem Lande haben. Nur wenn wir das hinbekommen, die Qualifizierung, und zwar so, dass der Einzelne seine persönliche Freiheit hat, dass er sich selbst verwirklichen kann im guten Sinne, und dass das an Qualifizierung zustande kommt, was gebraucht wird, um den Wohlstand im Lande zu sichern, werden wir in eine gute Zukunft gehen. Und das ist die riesige Aufgabe. Diese Grundüberlegung, die ja auch sehr in die persönliche Vergangenheit blickt, was ich sehr sympathisch finde, darüber sind Sie sich doch wahrscheinlich einig. Die Frage ist nur, wird es gut gemacht? Es kommt aber jetzt in eine neue Qualität. Und deswegen ist es, glaube ich, schon richtig, dass Herr Müntefering es anspricht. Aber ich muss daran erinnern dürfen, die Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen ist ein Sozialdemokrat, nämlich Frau Behler. Das Entscheidende ist aber, dass Herr Müntefering im Kern von seiner Erkenntnis meines Erachtens recht hat. Die Schlussfolgerungen müssten nur endlich gezogen werden. Wir laufen längst in eine Situation, wo Bildung wieder zu einer Frage des Geldbeutels der Eltern wird. Heute muss man mit neuen Technologien lernen, sonst ist man in Zukunft weg vom Fenster. Man hat nicht die gleichen Chancen einfach später mal auf dem Arbeitsmarkt. Kinder aus kinderreichen Familien können das nicht mal eben zu Weihnachten oder zum Geburtstag den Laptop oder den PC schenken, sind darauf angewiesen, dass an den Schulen das vorhanden ist. Es gibt es nicht. Wir haben für 67 Schüler im Schnitt einen Internetanschluss. Alles viel zu langsam, zu trocken. Wir erleben, dass Kinder aus reichen Familien, natürlich, weil man das Beste für die eigenen Kinder will, in der Lage sind, eine Zeit lang im Ausland zu studieren. Die anderen bleiben hier, haben sehr viel längere Ausbildungszeiten. Oder man nimmt allein schon den Unterrichtsausfall. Der Unterrichtsausfall, den wir haben an den Schulen, der kann natürlich in wohlhabenden Familien ausgeglichen werden durch Nachhilfe. Das Wort hat längst nicht mehr diesen schlimmen Beigeschmack, wie es früher zu meiner Zeit hatte. Sondern das ist ganz selbstverständlich eine Dienstleistung. 1,6 Milliarden, habe ich neulich gelesen, werden da umgesetzt dabei. Ich weiß nicht, ob es stimmt. In jedem Fall ist es eine traurige Entwicklung, dass diese Bildung immer mehr eine Frage des Geldbeutels wird. Und das ist auch, Moment bitte noch, und das ist auch an den Interessen des Arbeitsmarktes vorbeigeht. Und das führt schon zu dem, was Herr Rüttgers sagt. Ich habe mit Herrn Rüttgers eine Menge Dinge, wo ich mit ihm auch einig bin und mit der CDU auch einig bin. In der Frage, das halte ich für einen Riesenfehler, wenn er so eine Parole ausgibt, Kinder statt Inder. Mir ist dazu eingefallen, Fachmann statt Flachmann. Das ist ein unglaublicher Vorgang, wenn man sich das ansieht. Wir haben, selbst wenn Sie heute ein 10-jähriges Computertalent perfekt ausbilden, ab morgen, sofort, bis daraus ein 20-jähriger Computerspezialist geworden ist, vergehen nach Adam Riese nun mal 10 Jahre. Und bis dahin ist international der Zug abgefahren. Er redet doch wie ein guter Sozialdemokrat. Bitte? Er redet doch wie ein guter Sozialdemokrat mit Hinweis auf Kinder. Ich glaube, Bildung als Bürgerrecht, das ist nur wirklich was Liberales seit Menschengedenken. Seit 1848 übrigens nebenbei gesagt. Und da war ich noch nicht dabei. Und die großen Liberalen finden sich auch in der SPD. Das ist das Problem, was die kleinen Parteien haben, was wir zu Beginn ja angesprochen haben. Ihr habt keine Liberalen, ihr habt Sozialdemokraten. Nur weil euer Kanzler jetzt ein bisschen Brioni trägt, ist das noch nichts Neues. Naja, Willy Brandt und Carlo Schmidt waren sicher große liberale Persönlichkeiten, da hätten Sie sich auch gerne mitgeschmückt. Wir sind froh, dass Sie bei uns sind und wir haben ja einen Ehrenvorsitzenden, auf dem wir stolz sind und den behalten wir ganz sicher. Aber jetzt will ich auch noch zu der Willy Brandt ist ein großer Mann, aber dass Sie ihn jetzt als Liberalen empfehlen.
Willy Brandt ist ein großer Mann, ohne Zweifel. Sogar einer der größten Nachkriegspersönlichkeiten. Aber ihn zum Liberalen zu machen, ist schon leicht mutig. Ja, dann lesen Sie mal seine Rede über die Freiheit nach. Als er auf dem letzten Parteitag war, als er da gegangen ist, das führt uns jetzt zu weit. Ich wollte was, aber das würde ich Ihnen wirklich mal empfehlen. Zu der Bildungsfrage noch sagen. Was sagen? Frau Behle hat es erreicht, dass mehr als in jedem anderen Land junge Menschen in Nordrhein-Westfalen Schulabschluss haben. 94%. Kein anderes Land vergleichbar gut. Und was Sie sagen, Ansprüche. Wir müssen als Gesellschaft mehr investieren in Schule, in Ausbildung, in Qualifizierung, in Hochschule. Sage ich ja. Aber wie ist das denn in dem, glaube ich, einzigen Land, wo Sie mitregieren, in Rheinland-Pfalz? Ist das denn besser als in Nordrhein-Westfalen? Das können Sie jetzt aber nicht ernsthaft. Erstmal in Rheinland-Pfalz regieren wir mit Ihnen zusammen. Da sollten wir jetzt einen Augenblick vorsichtig sein. Und zweitens regieren wir noch in zwei weiteren Ländern. Wir wollten jetzt nur sagen, also bevor Sie sich jetzt hier völlig vergaloppieren, an der Stelle, Rheinland-Pfalz sind Sie doch dabei. Und wir zusammen, wollte ich Ihnen nur mal kurz sagen. Gerade deshalb habe ich das Beispiel... Erzählen Sie das dem Ministerpräsidenten Beck, der gehört den Sozialdemokraten. Gerade deshalb habe ich das Beispiel ja genommen. In Rheinland-Pfalz könnten wir ja beide beweisen, was denn anders geht. Wie viel anders ist das denn da? Das heißt, wir müssen uns doch... Ja gut, also lassen Sie mal das ganze Oppositionsgerede weg. Stellen wir uns mal einfach auf den Standpunkt, der reale ist. Wir haben in den vergangenen 10, 15 Jahren in Deutschland insgesamt diesen Komplex der Qualifizierung, der Notwendigkeit, da eine neue Form von Bildung, auch mit neuen Techniken, mit neuen Kulturtechniken zu versehen, nicht hinreichend früh gesehen. Und da müssen alle ran. Es nutzt überhaupt nicht, dass einer dem anderen das dahin schiebt. Wir müssen alle miteinander machen. Ist auch keiner klüger gewesen als der andere, glaube ich. Sondern das ist etwas, was die Kulturtechnik angeht, was sich in den letzten 5 oder 8 Jahren entwickelt hat. Älter ist das ja überhaupt nicht. Dass wir da ran müssen, überhaupt keine Frage. Aber wir sind in Nordrhein-Westfalen dabei, mit Hilfe auch von Telekom und AOL und anderen. Liegt es an mir, dass ich eigentlich den Eindruck habe, so richtig weit sind Sie trotzdem da nicht auseinander? Bildung ist immer nützlich für Liberale, ganz besonders für Sozialdemokraten auch. Ja. Es würde ja die Frage nach sich ziehen, passen Sie nicht eigentlich besser zusammen als mit den Grünen? Na, wenn man sich schon einig wäre, dann passt man ja gar nicht mehr zusammen. Man muss das Spektrum ja verbreitern. Das ist aber jetzt eine neue Koalitionsberechnung gewesen. Man sucht den Koalitionspartner, mit dem man am weitesten entfernt ist, damit das Spektrum erbreitert wird. Da habe ich die Koalitionsmengenlehre immer anders verstanden. Ich habe immer gedacht, man sucht nach Bündnispartnern, die ähnlich denken. Man kann auch lernen. Und so, nun warten wir mal ab, wie das überhaupt wird, wie das Wahlergebnis wird, und dann sehen wir mal weiter. Zum Abschluss, Sie haben selber den Brioni-Kanzler entdeckt, vorhin erwähnt. Ich meine, auch Herr Westerwelle ist jetzt unter die Dressmen gegangen. Mhm. Moment, da muss ich meine Brille für Das lohnt sich auch bei dem. Es gibt noch mehr davon. Also es ist wirklich ein hübscher Junge. Ich frage mich immer, warum macht man das, Herr Westerwelle? Weil ist das Eitelkeit? Nein, kriegt man dafür Geld für die leeren Parteikassen? Nein, ich wollte einfach nicht länger im modischen Schatten von den Trittin stehen. Nein, das hat eine ernste Bewandtnis. Das ist eine Serie, die gemacht haben. Das ist auch eine ganz witzige Serie, die gemacht haben. Mit Herrn Schröder ist begonnen worden, Herr Schäuble hat da schon gestanden, Frau Röstl, Herr Trittin. Was treibt einen dazu, sowas zu machen? Ach, das ist einfach eine witzige und spaßige Sache. Und in der Regel ist es auch so, dass damit natürlich auch gemeinnützige Zwecke verfolgt werden. Jetzt mit Ernst, ich habe sehr oft auch schon solche Sachen gemacht, also zum Beispiel Mode gezeigt für wohltätige Zwecke, für die AIDS-Hilfe in Nordrhein-Westfalen, in Köln und in Bonn, oder auch für andere wohltätige Zwecke, und da darf man sowas auch mal machen. Ein gut aussehender Mann, der sich hier wohltätige Zwecke zur Verfügung stellt. Könnten Sie sich das auch vorstellen, Herr Müntefering? Ja, mich hat noch keiner gefragt, muss ich zugeben. Wahrscheinlich nehmen die nur die Hübschesten da. Ja, ich habe mir nämlich erzählen lassen, Sie hängen an Ihrem alten Jogginganzug und kämen nie auf die Idee, selbst wenn Ihre Frau Ihnen einen neuen kauft, den zu tragen. Woher wissen Sie das denn? Manches spricht sich auch. Also ich habe heute Morgen zum ersten Mal in einem neuen gejoggt. Und? Langsamer oder schneller gewesen? Nee, war gut. Also ich habe, aber drauf. Wusste ich nicht, dass man mit neuem Anzug schneller joggt. Ja, wie auch immer. Es gehören auch die Schuhe dazu. Herzlichen Dank, Herr Westerwelle. Herzlichen Dank Ihnen, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wer der nächste Gast ist bei Klein, das verraten wir Ihnen gleich.